Nee, oder? Yo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Resident Evil 4 bei Areni TV. Es geht weiter. So, bevor wir in die weite Welt hinausspazieren, würde ich gerne erst ein bisschen hier looten und eventuell vielleicht den Weinkeller oder die Buchbinderei besuchen, weil ich glaube, da gab es irgendein Hindernis, was sie mit Ashley aber überwinden können. Ah, okay, das ist jetzt nicht so einfach, ne? Hm. Die Frage ist, da gab es ja zwei Türen. Okay, von hier aus. Ach, wir müssten eine ganze Runde laufen. Oh, ich weiß nicht. Ja. Also wir machen es mal so, wir schauen uns hier um. Wenn wir keinen schnellen Weg wieder zurückfinden, dann gehen wir einfach weiter. Das würde leider etwas zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn wir jetzt nach hinten alles komplett durchlaufen. Also wir kriegen hier reichlich Munition. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass wir versorgt werden. Auf der anderen... diese Schlange, ey. Aber auf der anderen Seite bedeutet das, dass uns ein Kampf bevorsteht. Okay, Sackgasse. Hunde. Vorsichtig. Okay. Shotgun ist one shot. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Erste Spray. Ich vermisse eigentlich eine Herausforderung. Ein bisschen Spinell oder Spinell, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, bekommen. Nein, es steht wieder auf. Ich dachte, das wäre es gewesen, aber ist nicht. Okay, jetzt verstehe ich zumindest, wozu die Käfige da waren. Oh, Leon, 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 Leon. Ich muss sagen, mir ging gerade der Stift in der Hose. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Nein, sag nicht das. Ich glaube, wir haben ihn jetzt so sehr geärgert, dass er einfach über den Zaun gesprungen ist, um uns zu holen. Warte mal, wie kommen wir denn daran? Ah, was haben wir denn da oben? Ob ich das machen soll?
Ja. Ich hoffe nur, dass es kein Fehler war. Na gut, hier wären wir so ziemlich am Anfang, ne? Oder? Nee. Brunnen hat auch nichts zu bedeuten. Kommt schon. Okay, haben wir Sicherheitsabstand? Nee, gut, das war's. Was haben wir? Ach, eine Blendgranate, okay. Na gut. Benutzt die Blendgranaten sehr, sehr selten. Puh. MP-Munition, da stellen wir MP-Munition her. Okay, sie muss das halten, damit ich da durch kann. Na gut, dann sagen wir ihr das mal. Okay. Ich hoffe, dass sie nicht angegriffen wird währenddessen. Das wäre echt ungünstig. Zwei Munition. Okay, also es fehlt noch eins. Och Mann. Ashley, lauf! Ich muss eigentlich schleunig zu Ashley. Sackgasse. Nein. Im Weg. Der coole Leon. So, wir brauchen noch eine Flagge. Das haben wir hier erledigt. Ja, alles okay. War man ja, glaube ich, auch, ne? Ja. Okay, fehlt jetzt nur noch eine Flagge. Das wird dann die wohl sein. Dann öffnet sich das hier, ne? So, drei Flaggen sind gehisst worden. Jawohl. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Oh nee. Warte mal, greifen die. Na gut. Wie viele? So, wie viele Schüsse brauchen? Okay, nee, das müssen wir
so machen. Nee, das muss man nicht so machen. Ich höre immer noch was. Da. Moment, wir müssen mal über in die Richtung, ja, ne? Ja, wir müssen in die Richtung. Aber weil sich das Tor jetzt geöffnet hat. Jawohl. Gehen wir noch ganz fix hier rein. Was Neues reingekommen? Willkommen. Hab selten. Was Neues? Was ist ein neuer? Ah, neuer Kofferraum, mehr Platz. Ich garantiere dir, du wirst deine Inventar sofort kaufen. Sofort. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Schutzweste reparieren. Viel Glück, wir haben leider kein Geld für unseren Raketenwerfer. Ein paar Vorratskorn. Aber wir haben ja Schätze. Hier. Edelstein einsetzen. Ja, sei es drum. Also wir hätten auch natürlich hier das erst füllen können, damit wir das verkaufen können. Aber sonst... Nehme Reise. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Punisher. Ein bisschen mehr Angriffskraft. Ich würde das Geld auch eigentlich gerne sparen. Etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Okay. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spuren. Oh, nice. Ach, warte, wir haben noch eine Viper drin. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Das hier können wir auch getrost verkaufen. Ich kaufe fast alles. Blendgranate benutze ich sowieso nicht. Ich nehme nur Platz weg. Den Rest können wir so stehen lassen. Oh. Ja, stirb mir da draußen nicht weg. Okay, jetzt war nochmal die Frage. Machen wir uns die Wabe? Ja, gut. Was mit Durchbruch? Geh mal ganz fix da hoch und gucken mal, ob das die Stelle ist, wo Ashley drüber klettern kann. Nee, oder? Komm schon, komm schon. Oh. Was war denn das? Hat sich gerade noch so ein Ding bewegt? Entfern dich. Nein, 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 komm her, Ashley. Alles klar. Ich hab jetzt. Ich muss ja echt aufpassen, weil. So schnell rein hier. Chronik der Familie Salazar. Kurz vor dem Ende, in dem Bemühen, Ramons Krankheit zu heilen, ließ seine Mutter den Teufel. Okay. Also, wie es bereits kennt, wer das sich durchlesen möchte, ich blätter weiter und gebe die Möglichkeit zu pausieren. Aber so wie das aussieht, wo haben... Keine Ahnung, wo das... Ramon Salazar wahrscheinlich krank. Oh, ein Götze. Haben wir irgendwas verpasst?
Nee, aber gut, dass du zurückgekommen bist, also... Wie viel das wohl wert ist? Werden wir gleich sehen. Das ist einfach krank. Ja. Gleich mal gucken. Verkaufst du dieses Ding? Status Reinigold lässt sich sicher verkaufen. Na gut, ich glaube, wir können mit dem Ding eh nichts anstellen. Willkommen. Na dann, außer es loswerden. 15.000. Ein hervorragender Deal. Können wir auch eigentlich unsere Raketen verkaufen? Aber vorher müssen wir natürlich Platz schaffen. Die Frage ist... Komm schon. Jederzeit willkommen. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Findest du nicht? Kann ich angenehmer... Okidoki, also das Ding brauchen wir erstmal nicht. Ich würde es einfach verstauen, aber... Verstauen hier. Abspeichern zur Sicherung. Ich glaube, das Ding werden wir dann vielleicht später brauchen. Wartet mal, Moment mal, ich muss ja hier noch vollständig Gesundheit wiederherstellen. Spray lassen wir noch erstmal übrig. Könnten wir gebrauchen? Nein, 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 nein! Ashley! Verletzt? Nein, alles gut. Ich hatte nur gerade ein mutierter Hund angegriffen, aber sonst alles okay. Dessen Reißzähne größer sind als mein Kopf. Nun dann, Leute. Also das sieht schon mit dem Marmor. Sieht das ganz schön edel aus, muss ich sagen. Der Ballsaal kann nicht weit sein. So, Louis, wo hast du uns diesmal hineingezogen? Hier haben wir einen Shop. Ah, da haben wir doch die blauen Medaillons. Belohnung 5 Spiele. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Händlertipp, das nächste Level. Partner haben wir gefährt gezogen. Jetzt noch fiesere Modifikation. Okay. Was ist denn das? Brauchen wir den passenden Schlüssel. Beste vom Besten. Hat der eigentlich irgendwas Willkommen. Neues? Nee. Wofür kann ich... Harte Zeiten, Partner. Was ist das? Das Sala der Audienz. Audienzsaal. Die haben sogar eine Unterführung. Ich werde nicht mehr. Ich dachte, die leben hier im letzten Jahrhundert, aber das Schloss hat sogar eine eigene U-Bahn-Station. Du hast den Geruch des Kampfes. Nicht übel, was ist denn das hier eigentlich? Ist es der Schießstand? Ja, das ist der Schießstand. Also ich habe schon mal einen Schießstand gemacht, aber da wart ihr, glaube ich, nicht mit dabei.
Edle Wasserpfeife. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal. Maschinenpistole, um kurzen Prozess mit den Zielscheiben zu machen. Maschinenpistole. Das heißt drin. 3, 2, 1, leg los! Das schaffst du locker! Die auch ist, ja. Genau so. Oh, der ging in die eigenen Reihen. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Habe ich bekommen. Ein A. Zwar kein S, aber. Klasse! Und Ashley feiert uns an, ey. Ist das cool. So. Wir haben uns ein paar Jetons eingesammelt. Gute Arbeit, hattest du Spaß? Mal sehen, was wir jetzt rausbekommen. Talismane. Häufiger Herstellboni bei Flintmodi. Die bringen sogar was. Aha. Also es lohnt sich sogar, die Dinger zu machen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht mal nebenbei mache. Das nicht mit aufzeichnen. Ich will euch bloß nicht damit langweilen. So. Aber nun denn, Leute. Wir beenden mal den Part an der Stelle. Es geht in dem nächsten Part weiter. Mal sehen, was Luis so alles für uns aufgespart hat. Ich bleib sehr gespannt. Danke, dass ihr vorbeigeklickt oder vorbeigeschaut habt. Lasst euch gut gehen und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.